Ganz herzlich willkommen zu Plenum TV hier bei Mein TV. Während im Bundestag Schaukämpfe mit stiller Progression und dem Freihandelsabkommen stattfinden, sind bayerische Abgeordnete mit Sachpolitik beschäftigt. Und das kann sich lohnen. Zum Beispiel bei der sogenannten Dokumentationspflicht im Pflegewesen. Das ist so ein Bürokratie-Moloch. Die Pflegestandards müssen nämlich vom Personal aufwendig protokolliert und überwacht werden. Da bleibt immer weniger Zeit für die Patienten. Diese Dokumentationspflicht soll nach einem Antrag der CSU deutlich verringert werden. Ich halte sie eigentlich für kontraproduktiv in der Pflege. Aber zum Schutz auch für die, die pflegen, sehe ich keine andere Lösung, wie die Dokumentationspflicht zu führen. Ich halte sie für notwendig, obwohl mir jetzt lieber wäre, wenn die Leute mehr Zeit hätten, sich um die Pflegenden zu kümmern. Ja, das muss unbedingt verändert werden. Denn derzeit werden bereits 40% der Arbeitszeit für solche bürokratischen Aufwendungen verwendet. Man müsste bestimmte Dinge einfach vereinfachen. ISA 2, Gundremmingen, Grafenrheinfeld. Nach Stilllegung sollen auch die bayerischen Atommeiler in eine Stiftung übergehen. Nachsorge und Entsorge sollen dann vom Staat erledigt werden, mit allen Risiken. Das haben jetzt die Betreiber vorgeschlagen. Die Freien Wähler fordern die Staatsregierung zum erbitterten Widerstand gegen dieses Stiftungsmodell auf. Ich finde es einfach wichtig, dass es die Konzerne selbst tragen. Wenn ein normaler Bürger Müll entsorgt, muss er das auch selbst bezahlen. Und keiner denkt dran, dass das die Öffentlichkeit machen muss. Diejenigen, die auch mit der Kernkraft meines Erachtens nach sehr gut verdient haben, auch dafür sind, dass sie dann, wenn es an den Rückbau geht, natürlich auch in wirklich angemessener Weise daran beteiligt werden, auch diese Kosten mitzutragen. Und das war Plenum TV mit den aktuellen Themen aus dem Bayerischen Landtag. Wir sehen uns kommende Woche wieder hier bei Mein TV.